Austria bringt. Die VIP-Lounge. Die prominentesten Österreicher live auf Radio Austria. Der Promi des Tages im Radio. Die VIP-Lounge. Er ist der Goleador, eine österreichische Fußballlegende und heute mein Gast. Hallo, hier ist Hans Gankl in Radio Austria. Ich freue mich sehr. Wir sprechen natürlich über die erfolgreiche EM-Qualifikation, über die Rekorde von Hans Gankl und wie er in den 1970er Jahren zum Sänger wurde. All das im Mix mit dem Sound eures Lebens. Die VIP-Lounge mit Thomas Kläuber. Ich freue mich, Hans Gankl heute, mein Gast in der VIP-Lounge. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Hans, sprechen wir zuerst über unser Nationalteam. Wir haben uns nach Frankreich wieder für eine EM qualifiziert. Das Match 0-1 gegen Lettland, das müssen wir aber vergessen, oder? Naja, es war nicht mehr notwendig. War Blamage und das war nicht notwendig. Es ist natürlich sehr schwer, auf einem Platz in einem Stadion zu spielen, wo ein paar hundert Zuschauer sind und das letzte Spiel, es geht um die goldene Ananas, wir sind qualifiziert. Aber die Spieler, die spielen, die gestern gespielt haben, haben allesamt enttäuscht, haben sich nicht empfohlen für den Kader. Und das sind allesamt, muss ich sagen, gute Spieler. Die haben eine gute Qualität, aber gestern, das war gar nichts. Das war sehr schlecht. Trotzdem sind wir mächtig stolz, oder, über die EM-Quali? Ja, selbstverständlich. Wir haben es früher, in den früheren Zeiten, als ich gespielt habe, haben wir zweimal die Europameisterschaft verpasst. Das war allerdings damals ein ganz anderer Modus. Es war viel schwerer, zur Europameisterschaft zu kommen wie jetzt. Und wir sind wirklich zweimal ganz knapp gescheitert, sehr unglücklich und nie zur Europameisterschaft gefahren. Aber es ist in der heutigen Zeit ganz einfach für uns, für den österreichischen Fußball, ganz wichtig, dass wir bei der Europameisterschaft sind. Und wir haben jetzt wieder eine Mannschaft, eine Nationalmannschaft, die Qualität hat und die jetzt zeigen muss bei der Europameisterschaft, wie weit die Qualität geht. Weil alle Gegner bei der Europameisterschaft werden stärker sein wie die in der Qualifikationsgruppe. Aber ich glaube, unsere Mannschaft kann vielleicht auch gegen stärkere Gegner sehr gute Resultate erzielen. Die EM findet in 12 Städten in Europa statt und auch in Asien. Deutschland, interessant, spielt dabei dreimal im eigenen Land. Ist das fair? Ja, das ist eine ausgemachte Partie. Also dass da ist, irgendwas liegt da falsch, weil es ist schon wieder ein Vorteil. Ein Vorteil für unseren deutschen Bruder, den großen Bruder. Also das darf nicht sein. Ich finde es auch nicht, ich habe viel jetzt über das gelesen. Es ist interessant für alle Länder natürlich, aber ich denke mir, Europameisterschaft für die Fans und mit dieser Fahrerei, was ich da gelesen habe, der längste Weg ist, ich weiß nicht, nach Baku, 3000 Kilometer. Also das ist natürlich zu wechseln zwischen Budapest und, ich weiß es nicht, Dortmund oder wo, weiß ich wo, das geht ja alles, aber nach Baku und so weiter. Also die Distanzen sind sehr groß und das, ob das gut ist, diese Gruppen alle zu verteilen in Europa. Sicherlich interessant für die Länder, für die Fans und für den Fußball. Finde ich das nicht unbedingt gut. Hans Gankl heute bei mir im Talk. Wir sprechen gleich über seine vielen Rekorde und ich habe den Sound eures Lebens. Hier ist Paul McCartney. Salt and Pepper, die sprechen über Sex und wir sprechen heute mit der österreichischen Fußballlegende Hans Gankl. Hans, du bist mit 41 Toren in einer Saison immer noch Topscorer in der österreichischen Bundesliga, aber wenn der Erling Haaland von Red Bull Salzburg so weitermacht, könnte er dich einholen. Was hältst du denn von den Burschen? Ja, Wahnsinn, ich habe mir das erste Mal spielen gesehen im Rapidstadion, da hat er kein Tor geschossen, sondern nur eins aufgelegt und habe gesagt, also der ist eine Wucht. Das ist ein großer, starker Mittelstürmer, schwerer Mittelstürmer, ein Brocken und ist aber auch technisch sehr gut, sieht den Mitspieler, also da muss man sagen, der Junge ist wirklich sehr, sehr gut, das habe ich beim ersten Spiel erkannt und wie der die Tore schießt, na gut, wenn es weiter so geht, wird er die 41 schaffen, aber wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, der Toni Polster hat mich überholt in der Nationalmannschaft als Einziger und den habe ich es vergönnt und wenn einer Rekorde, ich habe auch alle Rekorde gebrochen und das soll ja auch mal sein, dass ein anderer mehr schießt. Schade, dass es ein Norweger ist, es sollte ein Österreicher sein, das war mir viel lieber. Aber wenn es einer schafft, dass mir die Leute glauben immer, man hängt an irgendwelche Rekorde. Ich sage immer, ich habe so viele Rekorde im Fußball, dass alle werden es nie brechen und wenn sie alle brechen, ist es mir auch wurscht. Du redest sehr leidenschaftlich vom Fußball. Kannst du dir vorstellen, dass du wieder einen Trainerjob machst bei deinem Verein? Nein, das habe ich damit auseinandergesetzt, jahrelang, sehr gut überlegt und ich habe schlussendlich mich entschieden, eigentlich jetzt für die andere Seite, für die Seite des Kritikers. Ich tue nicht gern kritisieren, aber das ist nicht lustig, weil die Spieler sind immer alle beleidigt und böse, wenn man eine schlechte Kritik sagt, aber ich tue das nicht gern. Ich würde alle viel lieber
schon oft gesagt, über den grünen Klee loben, so wie jetzt unsere Nationalmannschaft, wie gesagt, ist wirklich gut. Alles wie zu kritisieren, aber es ist die andere Seite, man lernt andere Dinge kennen. Ich bin im Fernsehen bei Sky, das ist für mich eine interessante Tätigkeit. Ich bin da bei Österreich Kolumnist, bin immer mit dem Fußball verbunden, natürlich immer Woche für Woche, Tag für Tag, aber heute halt in einer anderen Form. Ihr müsst entscheiden und ich glaube, da bleibt es dabei. Welchen Beruf der Hans Krankl eingeschlagen hätte, wenn er nicht Fußballprofi geworden wäre, das erzählt uns gleich im Wordrap. Die prominentesten Österreicher live auf Radio Austria. Heute mit einer Fußballlegende. Hallo, ist der Hans Krankl in der VIP-Lounge in Radio Austria. Was seine Freunde über den Hans Krankl sagen und was er geworden wäre, wenn er nicht Fußballprofi wäre, darüber sprechen wir gleich im Wordrap. Auf die Trainerbank wird er sich nicht mehr so schnell setzen, das hat uns unser heutiger Gast schon verraten. Hans Krankl, der konzentriert sich lieber aufs Analysieren, aufs Kommentieren und aufs Musikmachen. Jetzt bei mir im Wordrap. Wenn ich ins Hotel einchecke, schreibe ich im Feld Beruf. Also, servus. Das ist nicht so, was schreibe ich? Journalist. Hätte ich nicht diesen Beruf, dann wäre ich Hardrock-Sänger. Meine Freunde sagen über mich. Sollen sagen über mich, er ist ein lebender Bursch. Meine Partnerin sagt über mich. Ich bin ein guter Ehemann. In den nächsten 10 Jahren möchte ich unbedingt weiter Live-Musik machen mit meinen Freunden von Montebeton. Das wollte ich immer als Kind werden. Flugzeugpilot, Eisenbahnfahrer, Rocksänger. Prominent sein bedeutet für mich, dass man sich zum Benehmen hat, dass man schauen muss, dass man sich benimmt überall, ansonsten manchmal das Vorteile, manchmal Nachteile. Mein goldener Schuh steht wo? In mein Zimmer in einer Vitrine, das silberne allerdings auch daneben. Der Promi des Tages im Radio. Die VIP-Lounge. Nur auf Radio Austria. Radio Austria bringt die VIP-Lounge. Die prominentesten Österreicher live auf Radio Austria. Der Promi des Tages im Radio. Die VIP-Lounge. Er ist der Goleador, der Held von Córdoba und er ist heute unser Gast. Hallo, hier ist Hans Krankl in Radio Austria. Wie der Hans Krankl zum Sänger wurde Anfang der 70er Jahre, das erzählt er uns gleich und wir hören natürlich seinen großen Hit, die rostigen Flügel. Jetzt starten wir mal rein mit dem Sound eures Lebens. Mit Thomas Kläuber. Unsere Fußballlegende Hans Krankl heute bei mir im ganz gemütlichen Talk in der VIP-Lounge. Hans, wenn wir die Kicker uns anschauen, die verdienen ja heutzutage Millionen. Du warst damals auch einer der größten Fußballer in Europa. Hast du verhältnismäßig auch so viel verdient? Hätt's gerne, oder? Im Vergleich zu die Frage zu stellen, ist ganz dann wieder ein Locher. Also das, was wir verdient haben gegen heute, das waren Peanuts, aber wirklich Peanuts. Also Peanuts sind diese Nüsse, diese kleinen Nüsse. Ja, um das zu erklären. Das ist wirklich so. Trotzdem haben wir damals gut verdient und ich bei Barcelona, beim besten Club der Welt, spielen dürfen 2 Jahre. Das war das Schönste für mich in meiner Laufbahn. Aber gegen heute haben wir Peanuts verdient, würde ich heute spielen, wäre ich ein Multimillionär. Ich weiß nicht, ob ich glücklich wäre. Also ich habe meine Zeit gehabt. Ich bin sehr stolz auf meine Zeit, auf unsere Zeit, wie wir Fußball gespielt haben. Wie wir haben, das war ganz, ganz toll. Aber die Zeiten haben sich geändert, besonders in der Beobachtung der Spieler und so weiter. Das ist heute natürlich ein Wahnsinn und ganz eine andere Zeit. Auch der Fußball hat sich verändert natürlich. Und wir haben unsere Zeit gehabt. Ich sage das immer, man soll jederzeit, jeder Generation, ist besser gesagt wie Zeit, jeder Generation im Fußball, soll man ihre Heroes, ihre Helden lassen. Und man soll nicht vergleichen. Man soll nicht vergleichen einen Spieler heute mit einem Spieler von damals. Man soll die Heroes lassen, Generation für Generation, da waren die guten Spieler und die Helden und diese Spieler, die Menschen geliebt haben und heute lieben, so wie ich liebe, ich bin ein Fußballer gewesen, ein Trainer, ich liebe den Leo Messi, weil er der beste Fußballer der Welt ist, ich war sehr gerne den Ronaldo, weil er der zweitbeste Fußballer der Welt ist und meine solche Spieler spüren sich heute, da geht man das Herz auf und das ist das Schönste. Also das heißt, man soll jeder Generation ihre Helden lassen. Der Hans Krankl ist ja nicht nur Fußballanalytiker, sondern auch Sänger und das seit den 70er Jahren. Wie es dazu gekommen ist, das erzählt uns gleich hier in der VIP-Lounge. Das ist der Sound eures Lebens in der VIP-Lounge heute mit Hans Krankl, mein Gast hier. Hans,
Du bist auch Sänger und das schon seit 1974, vor noch ein Tor war dein erster Song und der große Hit, die rostigen Flügel. Wie bist du eigentlich damals zum Singen gekommen? Also zur Musik gebracht hat mich eigentlich die wirkliche Geschichte der Lukas Resetaritz. Mhm. Der ist damals zu der Europacup-Match von Rapid gekommen und wir haben uns da befreundet und Schmeck wird immer und er hat damals mit dem Stefan Weber gerade aufgenommen, dieses Lonely, so war damals eher Hit in der Austro-Hit-Parade. Stefan Weber, leider schon gestorben, und mit denen hat er das gemacht. Und ich habe dann gesagt, Gruschert, wie ich bin, habe ich gesagt, das nächste Mal nimmst du aber mit dazu, brauchst nicht den Professor Weber nehmen, dann nimm mich nicht. Die Zeit ist vergangen, das war wieder rübergekommen und er hat gesagt, jetzt, so, jetzt habe ich was, jetzt machst du das mit mir. Na, da habe ich anders gehört, habe ich gesagt, nein, war nur Spaß. Obwohl ich immer gerne Musik gemacht habe und auch gesungen habe, immer, aber immer nur live, nicht auf CD und nicht Platten aufnehmen, das hat mich nicht so interessiert. Und wirklich war, daraus sind die rosigen Flügel geworden, ich bin dann dort ins Studio und ich habe mir das vorher natürlich das Lied gegeben, ich habe das geübt daheim. Dann wir haben das, so wie da in einem Studio, wir haben das eingesungen und ich habe natürlich in meiner Art eine Brüt, was geht und habe meine ganze Kraft und meine alles, was ich habe, gegeben. Und ich habe gesagt, hörst du das Lied, sing nicht ich, als Liedstimme, das singst du. Super. Ich sing nur mit dir. Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, oh ja, du machst es super. Und ich, so sind die rostigen Flügel entstanden, die eigentlich ein Lied für den Lukas werden hätte sollen. Wo ist er ans Wurnfern, aber er hat mir die Liedstimme überlassen, weil ich so wuchtig war, wahrscheinlich. Ich habe mich gefreut und aus dem ist der Hit geworden, der rostigen Flügel, den man heute wirklich noch gerne hört. Ja, dann hören wir uns gleich an, bitte gleich selber anmoderieren. Ja, jetzt hören Sie Johann K. mit der berühmten, damals berühmten, auch heute berühmt, aber gibt es immer Kottanskapelle, Johann K. und Kottanskapelle mit den rostigen Flügeln. Die VIP-Lounge. Der Promi des Tages im Radio. Nur auf Radio Austria. Die prominentesten Österreicher live auf Radio Austria. Hallo, hier ist der Hans Krankl in der VIP-Lounge in Radio Austria. Die Fußballlegende heute bei mir zu Gast im Wordrap. Das gefällt mir an Österreich. Alles. Viele machen Österreich viel schlechter, wie es ist. Wir sind ein wunderbares Land und haben eine wunderbare Kultur, eine wunderbare, wunderbares Land. Super ist. Viel besser, wie es manche machen. Das gefällt mir nicht in Österreich. Dass sie Österreich manchmal schlechter machen, als es bei Weitem ist. Also Österreich ist viel besser. Wenn ich koche, dann mache ich? Ich kann nicht kochen. Am liebsten esse ich? Spaghetti, Aglio e Olio. Am meisten muss ich mich ärgern über? Schlechte Fußballspiele. Das war das Highlight meiner Karriere. Barcelona, Europacup-Sieger 1979 gegen Fortuna Düsseldorf, 4:3. Mein Lieblingshit im Radio ist Waterloo Sunset von den Kings. Die VIP-Lounge. Die prominentesten Österreicher live auf Radio Austria.